Und willkommen zurück zu Skrym, ja, und den Abenteuern von Shani und Lydia. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, hier den Dungeon zu klären. Hatten da ein ganz schönes Gemetzel, wie man hier sehen kann. Wobei sich die Gegner da alle größtenteils selbst mit der Falle, oh shit, ausgelöscht haben. Lydia. Oh, vorsichtig. Oh, sie ist nicht rübergegangen. Das sieht mir nach Bossfight aus. Scheiße, das hätten wir doch noch jetzt in der letzten Folge machen können. Right Lord, oh fuck. Oh shit. Whoa, whoa, whoa. Oh shit. Okay, der macht mal noch gar nichts. Falter, Walter, Verwalter. Aber es war noch kein Boss. Es war noch kein Boss. 25 Gewicht. Eieieiei. Weapons. Was können wir denn droppen? So, und du gibst mir mal deine Battle Axe. Für den Brunnen haben wir jetzt einen Schlüssel erhalten. Ja, die Urne ist empty, steht doch dran. Brauchst du nicht looten, wenn der empty dran steht. God damn it. Okay. Puh, weiter geht's. Na, dann ist ja hier doch noch ein bisschen. Weil da fällt mir gerade auf, wir sind noch gar nicht an den Kindergräbern vorbeigelaufen. Ja, so makaber es sich auch anhört. Es gibt hier sowas. Oh. Moment. Das schreit doch förmlich danach rüber zu. Haha! Und es hat sich ein bisschen gelohnt. Kommt man da vielleicht auch so rüber? Warte mal. Ach. Ach. Hallo? Achso, man kann im Krieg nicht sprinten, das ist natürlich logisch. Ah. Eine Falle. Bam. Fall nicht runter. Ich würde dich sehr gerne einsammeln. Bleib da oben, Lydia. Wir gehen da oben weiter. Ich habe bloß einen Seelenständer runtergefallen, ist da eingesammelt.
Oh, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Sehr schön. Das ist nicht der richtige Weg. Oder doch? Nee, warte mal. Ah. Aber hier ist doch gar kein Weg. Falls keinen, den wir im Moment benutzen können. Dann müssen wir doch da oben lang. Ach. Mensch, Lydia. Ach, vielleicht ist der das. Ach ja, wir haben jetzt den Schlüssel bekommen. Ah ja. Ja. Aua. So, bevor wir da schwimmen gehen, nochmal speichern. Skiver. Skiver, die eine Spinne platt gemacht haben. Das ist auch was Interessantes. Haben sie wahrscheinlich Daumen gezerrt. Quicksilver. Das müssen wir doch mal mitnehmen. Spinne wurde von den Skeevers übermannt. Mann, Mann, Mann. Schon wieder schwimmen. Pfui. Immer umgucken. Manchmal findet man hier noch was Interessantes. Unter Wasser. Ja. Okay. Irgendwas hat den Drauger ausgeschaltet. Einen Brief. Scum and his dogs shall never take us alive. Tholeron has foreseen the return of the dragons and had given us instructions that we are to poison the well. Better that we should die than fall into the hands of these infidels. They have forgotten that the gods were once dragons and shall give us life again once they return. Well. Restoration. Nice. Dickes Poison, was wir schön verkaufen können sp später. Steine. Der hat eine Waffe, ne? Pass doch mit dem Feuer hier auf, hier ist überall Öl. Goddammit, Blizzard. Oh shit, oh shit.
Oh shit! Wow! Wow, 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 wow. Alter Falter. Ach scheiße, das ist ziemlich ungünstig. Ich glaube, jetzt haben wir uns hier in eine Sackgasse gespielt. Magic Destruction Lightning Bolt. Wieso ist... Okay. extra Magica... Vigorous Healing. What? Fußradar kann töten? Achso, wie fußt du da? Stimmt, der hat ja einen Stoß mit drin. Nein! Ah! Okay. Waren hiervon auch zwei Gifte? Okay, dann machen wir erstmal. Nein. So. So, dann machen wir Gift auf den Bogen rauf. Potions. Puh, okay, und versuchen wir es nochmal. Oh nein. Geht doch von dem Fahrstuhl runter. Oh boy. Haben wir ihn erwischt? Ah, komm. Gut. Der Chef von denen ist noch nicht gekommen, wie es scheint. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. So powerful. Hm. Okay.
Oh. Das war schon eine Hausnummer. Ich würde jetzt gerne den da looten, ohne dass wir da hochgeschickt werden. Gut. Alter Falter. Refactory. Ich habe vergessen, wie groß der Dungeon ist. Lydia, bist du da? Oh fuck. Eindeutig noch zu low für den Dungeon. Aber Feuer wirkt Wunder. Okay, wir haben geskillt. Irgendwo kriegt hier noch einer rum. Nope. Oh, hello. Oh, come on. Jesus, Jesus, Jesus. Holy Macaroni. So. Ja, wir sind hier eindeutig zu früh. So, was haben wir hier? In an area far across the seas of time, it has been foreseen that Alduin shall return to cleanse the land in the fires of his wrath. Ragot is all right, is right. The wall will soon be breached by the heretics, and we must secure the inner sanctum. Do not fear the embrace of death, for it shall last only till the dragons arise again. Then we shall, too, shall walk the lands and bring back the true faith. Okay. Ja, der Drachenkult. Oh ja, lauter Urnen hier. Ah, jetzt müssen wir wieder irgendjemanden umbringen, damit das Tor da aufgeht. Gehe ich mal von aus. Hello. Sollst doch Lydia nicht treffen, Gott verdammt. Oh, da ist eine Feuerrune. Da vorne. Komm mal weg da, Lydia. Mir war so, als könnte man die auch mit Pfeilen triggern, aber scheinbar sind sie zu leicht.
Speichern. Der hat ganz schön viel Leben. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich hier den Zauberstab gegeben habe. Wow, 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 wow. Hier, die Kindergräber. Eieieiei. Your own childs. Monsters, I tell ye. All the blossom are to be harvested at once and brought up to the alchemical lab, then clear space and begin the burial of the children's bodies. Well, very dark, very, very dark. Come on, Bliss, please. Yes, you must, Lydia, you must. Oh, war das gerade Moonstone? Nice. Ach, fuck. Ich würde da nicht reingehen, Lydia. Ich würde da rauskommen, Lydia. Du Nase, du. Dass die Blumen immer noch so gut erhalten sind, ne? Wahnsinn.
But surely we cannot use these poisons on our own brothers and sisters. This plan is madness. Even if the main stairway is collapsed and they find those in the front chambers poisoned, there is no telling that they will stop from clearing the rubble and coming through and burn our bodies before Alduin's return. Ragos, is not that I fear death or refuse to lay down my life in the service of the gods. The snow elf raid in the northern lands may not be enough to draw off the snow strider when he finds us dead. All we know of his tendency. Oder ist das Tenacity? Tenacity. Yeah, tenacity. If we are to die, then let us die with blades in our hands rather than with poison on our lips and daggers at our children's throats. Weiß, sie selbst können sich vergiften, aber ihre Kinder haben sie scheinbar abgestochen oder ja, Kehle aufgeschlitzt. Das ist sehr tapfer von euch. Wir sind mal wieder überfüllt. So. So. Hier sind noch mehr Alchi-Sachen. So, dann mal hoch. So. So. Flames! Oder? Ja, okay, hatten wir schon. Hatten wir schon .com. Okay, nach rechts müssen wir dann gleich. Ah! Stamina, 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 Steady Hand, Critical Shot, More Damage. Oh fuck. Es ist ganz schön knackig, muss ich echt sagen. Hier waren wir, glaube ich, schon, ne, oder? Ja. Okay, wir müssen jetzt aber woanders lang. Out of my way!
Da ist noch wieder eine Drachenklaue. Komm. Hier haben wir auch mit. Ein Ebony Shield, Lydia! Ein Ebony Shield. Ah. So. Okay. Oh, come on. Ich habe halt keine Lockpicks mehr. Gute Arbeit, Feuerelementar. Oh. Hä? Ach da. Too strong. Da wären wir doch fast nicht mehr aus der Killcam rausgekommen.
Der Tempel nimmt auch kein Ende. Hier kommt denn der Schnee hier hin? Nee. Glass Dragon Claw. Wolf, Eule, Snake? Snake. Wolf, Eule, Snake. Oh boy. Oh boy. Hello. Drängenpriest! Hallo? Das hilft nicht wirklich. Shit, ich glaube, wir sind gleich tot. Wenn wir hier Vigorous Healing, okay, haben wir irgendwie was mit Feuerresistenz? Habe ich nach den Kämpfen abgespeichert? Ich glaube nicht, ne? Shit. I've got a bad feeling about this. Ah!
Okay, jetzt ist nur noch der Drachen Magus. Nur noch der Drachen Magus. Okay. Potions, wo ist unser Gift? Oh, natürlich. Oh, Scheiße. Er kann Türen aufmachen! Nein! Scheiße, wo ging's hier raus?
Ach, Lydia, huch. Lydia, angreifen! Oh, ist schon traurig, dass man so Bug-Using machen muss, um das zu schaffen auf dem Level. Eieieiei. Ist der da überhaupt drin? Wieso ist der hier in das... Hä? Balkoniki Ragoth. Increased Stamina by 70 Points. Mal gucken, ob sie die annimmt. Anzieht. Ja, warte mal. Immer noch zu schwer. Immer noch zu schwer. Wie schwer ist denn das Ding? 9. What? Ah. Lead on, indeed. Alter Falter Verwalter. Stamina! So, und sobald wir 200 Stamina haben, ziehen wir Leben nach. Sneak 42. Conjuration 36. Oh, das geht zu langsam. Bogen ist 43, da geht glaube ich. Doch, Steady Hand können wir jetzt machen. Steady Hand. Yay. Yeah. So, okay. Na gut, dann lasst uns da mal weiter. Da ist ja noch ein Boss-Loot und eine Ward-Wall müsste da noch sein. Das war aber ein Bossfight. Eieieiei. Na gut, wir haben ihn gecheesed. Oder eher gesagt, er hat sich selbst verbuggt, indem er da in die Abstellkammer, in die Besenkammer reingegangen ist. So, alter Falter. Ja, also da merkt man schon, also für Drachenpriester sind wir eigentlich noch zu low. Viel zu low. Wow. Das war ja eher. Eher unterirdisch. Well. Steel Plate Armor. Endlich wieder outside. Outside. Hier kann man auch einige versteckte Schätze noch finden, wenn ich mich erinnere. Jeweils am äußeren Rand von den Teilen. Und deswegen sind wir eigentlich hier.
Ward of Howland! Storm! Storm Call! Aber leider haben wir keine Drachenseele, glaube ich. No, wir haben Zero. Wir haben Zero Dingens, um das zu lernen. Aber hier hinten war irgendwo, glaube ich, noch eine Schatz. Wo sollen wir da hin? Achso, wir sollen wieder zu dem Typen zurück. Irgendwo war hier noch ein Schatz. Beziehungsweise eine Schatzkiste. Ich war mir sicher, dass hier irgendwo noch eine Schatzkiste war. Maybe just own Dragon Burial. Oh, und da drüben ist noch eine Dragon Wall. Die können wir uns vielleicht auch noch holen. Und da ist nämlich wahrscheinlich ein Drache. Sehen wir den von hier? Ja, da oben ist er. Der sitzt oben drüber. Ja. Ich war mir sicher, dass es hier auch irgendwo noch einen Schatz gibt. Habe ich mich wohl geirrt. Okay. Speichern wir fix nochmal. Dann warten wir ein Stündchen, dass Lydia neben uns steht. Okay, und dann... Hold on, I can explain. Here we go. Wieso greift mich der Stormcloak an, während der andere ihn in den Rücken haut? Well. Just give up, you can't win. I give up, you can't win. Well. Aber ich nehme deine Rüstung gerne. Die sieht nämlich cool aus. Well, den wollte er demnächst auch da reinschicken. In seinen Tod. Wieso ist das jetzt noch stehlen? Klauen? Wir haben ihn doch umgenatzt. Dass keiner mehr dem da Besitz-Dingens könnte. Beanspruchen könnte. So, speichern wir jetzt die Superfix nochmal ab und dann werden wir das diese Folge noch machen. Aber mal gucken. Mal gucken, ob wir es noch schaffen, da bis zu dem Drachenhorst hinzukommen. Ich war mir sicher, dass hier irgendwo noch eine Truhe steht. Naja, dann war das vielleicht woanders. Wie sieht es eigentlich mit unserem Gewicht aus, wenn wir jetzt den Drachen töten? Lydia! Goddammit, Lydia. Okay, so. Warte mal, wo wollten wir hin? Müssen wir noch ein Stückchen weiter rumgehen.
Ach, falsche Waffe. Beziehungsweise ich wollte keine Waffe beschwören. So. Hier gibt es da, glaube ich, auch eine kleine Story zu. Ich glaube, hier findet man ein Tagebuch oder so. Von einem Beschwörer. Ja, da. Scroll Conjure Flame Atronach. Das hat leider nicht so ganz funktioniert, wie er sich das hier vorgestellt hat, wie man sehen kann. Und ich glaube, wenn man rechtzeitig hier ist, dann kann man hier auch noch ein Flame Atronachchen bekämpfen. So, aber das interessiert uns jetzt nicht und uns interessiert das da hinten. Der Drache, der da haust. Oh. Hier ist doch hoffentlich nicht so ein Hain. Das könnte dann ein bisschen auf die Fresse von uns geben. So, jetzt müsste ich. Ist da hinten irgendjemand? Ja. Jetzt müsste es hier irgendwo einen Weg hochgeben. Wir werden uns erstmal den Typen da angucken. Vielleicht können wir dem was verkaufen. Are you finished ogling the grotesque? I suppose I should be grateful you didn't simply attack me. Your skin, are you ill? I am one of the afflicted. I'd have been dead from this plague a year ago if not for Periite's protection. Returning to High Rock, our shepherd lost his way, and I fear Periite's wrath may consume those who remain with him. Kesh could tell you more. I just want out of Skyrim as quickly as possible. Okay. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, dass wir den killen müssen, Lydia. Oh, der brennt, der Pyrite-Anbeter. Das ist übrigens eine Dedrick-Quest. Oh nein, flieg nicht weg! Oh, diese Scheißdrachen. Oh. Wen pullt der denn da jetzt? Wo ist er denn? Ich hab ihn umgebracht! Ah, ihr Nasenbären. Kann man dir was verkaufen? Ja. Well. Obwohl, wir haben noch eine Stärke-Potion, ne? Ich habe auch da irgendwo was gesehen. Strength. Yay! Oh, es reicht nicht. Shit! So, jetzt können wir aber unseren Sturm-Call lernen. Ich
Ja, doch. Hallo? Willst du mich verarschen? So, wir haben den jetzt aufgedeckt und können uns mal nach nach Riften begeben. Ich würde aber gerne. Ja. Ach so, wir müssen auf Unlock drücken. So. Vampire, oh fuck. Und wir sind overcumbered. Das ist nicht sehr günstig. Okay. Gut, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ich werde dann off-Kamera nach Riften schleichen, während wir overcumbered sind. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Znaf. Und ja, der ganze Rest. Bis dahin. Bye.